Im Jahr 2007 wurden am Eurohafen gebrauchte Containeranlagen als zeitliche Übergangslösung gekauft. Damit ist jetzt Schluss. Von der Eurohafen Emsland GmbH wurde ein eigenes Hafenbetriebsgebäude errichtet. Das Ergebnis: ein eingeschossiger Neubau mit einer Grundfläche von 200 Quadratmetern, eine Garage für Kleingeräte und Material sowie 17 Pkw-Stellplätze und Fahrradabstellplätze. Das Gebäude hat knapp 600.000 Euro gekostet. Wir haben aber darauf geachtet, dass wir funktional bauen, sowohl für uns als Besitzgesellschaft als auch für den Betreiber, die hier den Hafenumschlag organisieren, dass die Mitarbeiter hier dann auch ein vernünftiges Umfeld finden, vernünftige soziale Anlagen, aber auch sanitäre Anlagen vorfinden, dass wir hier Besprechungen durchführen können im Rahmen der Gesellschaft und Beiratssitzung. Wir haben hier dann aber auch eine Wärmepumpenheizung eingebaut, das heißt also auf regenerative Energie viel Wert gelegt. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt rund 180 Quadratmeter. Davon werden 80 von der Eurohafen Emsland GmbH als Besprechungs- und Tagungsraum für Sitzungen und andere Veranstaltungen genutzt. Dieses Geld haben wir aus der Betriebsgesellschaft selbst bezahlt. Das heißt also, die Eurohafen Emsland GmbH hat dieses Geld im Rahmen der letzten Jahre erwirtschaftet. Einmal aus den erwirtschafteten Abschreibungen und dadurch, dass wir eine stabile Ertragslage hatten durch den Umschlag hier im Eurohafen die letzten Jahre, konnten wir das entsprechend dann auf den Weg bringen. Denn uns war wichtig als Gesellschafter Landkreis Emsland, Stadt Meppen und Stadt Haaren, dass wir hier nicht mehr neue Schulden für aufnehmen müssen, weil der Hafen, obwohl er ja seinerzeit insgesamt 20 Millionen Euro gekostet hat, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren schuldenfrei ist. Und das wollen wir auch so bleiben. Vorerst sind alle Planungen abgeschlossen. Das Verwaltungsgebäude ist offiziell in Betrieb. Der Außenbereich soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden.